Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich Gipskarton kleben und somit die Rigipsplatten an die Wand mit Perfix anbringen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Kleben von den Platten macht meistens im Altbau, wie zum Beispiel bei uns hier unten in der Tiefgarage, Sinn, wenn zum Beispiel die Wände relativ uneben sind, irgendwo noch alte Fliesen drunter sind, die man nicht runterhauen möchte, oder natürlich die Schiefe auch recht schief sind, denn dann kann man mit dem Kleber und den Wänden das Ganze relativ schnell wieder gerade hinbekommen. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass die Wände trocken sein sollten, denn wenn wir jetzt hier das Ganze mit den Platten zumachen, dann würde natürlich die Feuchtigkeit dahinter eingeschlossen sein und wir würden relativ sicher Schimmelbildung haben. Da sollte auf jeden Fall sicherheitshalber ein Fachmann drüber schauen. Oder man lässt es natürlich oben offen, dass da auch die Luft irgendwie zirkulieren kann. Bevor wir beginnen, muss der Untergrund auf jeden Fall richtig vorbereitet werden. Dieser muss unbedingt fest und auch staubfrei sein, dass natürlich da der Kleber auch super halten kann. Bedeutet, wenn das Ganze relativ sandig wäre, dann sollten wir mal am besten so einen Haftgrund bzw. Tiefengrund auftragen. Und bei solchen Fliesen, die natürlich relativ fest an der Wand sind, also die dürfen auch nicht locker sein, da benötigen wir auf jeden Fall so einen Spezialhaftgrund hier, dass die Fliesen einfach hier vorne nicht so glatt sind und doch deutlich rauer sind. Auch solche Leitungen hier, wie zum Beispiel eine Brunnenwasserleitung oder Elektroleitungen, müssen wirklich fest an der Wand dran sein. Nicht, dass wir unsere Platte hinkleben und dann die Leitung das Ganze wieder etwas nach vorne wegdrückt, denn dann hält die Platte relativ sicher nicht. Wenn unsere Wand richtig vorbereitet ist, sollten wir unbedingt mal noch mit einer großen Wasserwaage kontrollieren, wie eigentlich der Abstand zur Wand ist. In meinem Fall habe ich hier unten zum Beispiel nur 2 cm Abstand zur Wand und hier oben sind es circa 4 cm. Das ist jetzt einfach wichtig, dass wir am Ende auch wissen, dass wir natürlich bei der Rigipsplatte hier oben dann etwas mehr Kleber drauf geben müssen als hier unten. Dann würde ich überall gleich viel drauf tun, dann hätte ich natürlich unten viel zu viel und oben wahrscheinlich etwas zu wenig draufgeklebt. Da die Platten und der Boden unterschiedlich arbeiten, sollten wir darauf achten, dass wir einen kleinen Spalt darunter freilassen. Das geht am leichtesten, wenn wir 2 solche Rigipsplatten zum Beispiel hinlegen. Denn wird das Ganze jetzt in Kontakt sein, kann es einfach sein, dass wir hier irgendwo Risse bekommen. In unserem Fall haben wir übrigens auch noch so ein Dichtungsband drunter gelegt. Das braucht man normalerweise nicht, aber bei uns ist hier wirklich minimal Feuchtigkeit von der Seite reingekommen, was wir noch einmal etwas abschirmen wollen. Jetzt aber genug zur Theorie. Zuerst einmal muss ich mir natürlich den Abstand hier oben und vor allem auch unten genau ausmessen. Zeichne ihn mir zuerst einmal oben an, mache dasselbe Spiel natürlich unten auch und schneide mir die Platte auf die gewünschte Breite zu. Das geht bei so großen Platten natürlich zu zweit deutlich leichter und wenn wir das haben, dann am besten einmal die Platte noch gegen die Wand verkehrt herum hinstellen, dass wir da auch unseren Kleber gleich ganz einfach drauf geben können. Im nächsten Schritt können wir den Kleber auch schon richtig anmischen. Hierfür habe ich natürlich auch schon ein ausführliches Video auf dem Kanal mal erstellt. Die Konsistenz schaut auf jeden Fall super aus. Das Ganze ist nicht zu fest, aber auch nicht zu flüssig. Weswegen wir auch schon circa alle 40 cm einen ordentlichen Batzen machen können. Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall immer am Rand etwas hingeben und natürlich auch in der Mitte. Bei mir muss ich, wie gesagt, oben etwas mehr Kleber anbringen und falls bei dir der Kleber übrigens jetzt nicht weit genug wegschaut, dann können wir natürlich diesen auch noch etwas immer wegnehmen und schauen, dass er einfach von der Platte natürlich etwas weiter nach vorne schaut. Nun aber erst einmal schauen, dass wir die Platte schon leicht an unsere Wand hier hinten hinbekommen. Laut Knauf haben wir übrigens jetzt eine Verarbeitungszeit von circa 20 Minuten. Und das finale Anpassen machen wir dann wieder mit der langen Wasserwaage. Und ich habe hier mal noch ein Stück Rigipsplatte, was einfach jetzt 90 Grad direkt hat. Denn das kann ich mal in der Ecke relativ schön hinhalten. Und somit habe ich natürlich auch meinen 90 Grad Winkel zu meiner anderen Wand. Damit wir am Ende durch das Schlagen mit unserer Hand nicht irgendwo so eine Delle reinbekommen, am besten wirklich mit der Wasserwaage mal hier hingehen und dann auch immer auf die Wasserwaage draufhauen. Bei mir schaut es super aus, gerne auch nochmal diagonal die Wasserwaage hinhalten, ob da irgendwo ein Spalt zu erkennen ist. Bei mir sollte es auf jeden Fall passen, weswegen wir unsere Gipskartonplatten auch schon richtig an die Wand geklebt haben. Und jetzt sollte das Ganze einfach mal für circa einen Tag trocknen und danach können wir natürlich auch schon die Blättchen unten drunter wieder herausnehmen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens Perlfix, eine lange Wasserwaage oder natürlich auch so einen Tiefengrund oder Spezialhaftgrund zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller.
Falls dir das Video gefallen und weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.